Was geht ab, Manusi Fighter Hoser hier und es geht weiter. Hola, Chica. Okay. Jedenfalls. Oh mein Gott, wie kann man sich nur so übersehen oder versehen? Jedenfalls, gucken wir mal. Gucken wir mal, was jetzt gleich abgeht. Beziehungsweise wohin ich hin muss. Erste Anlaufstelle sofort nach der Mission, ganz ehrlich zu den. Guck mal da runter, ob da ein Ausrufezeichen ist beim Direktor. Wenn nicht. Oh mein Gott, da muss ich mir auch. Oh, bitte nicht. Bitte lass mich nicht suchen, was ich machen muss. Bitte, Direktor, gib mir einen Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Hallo. Ah, immer noch immer Verbündeten oder was? Mach ich doch immer. Ja, dann gehe ich mal zur Basis und guck, was da abgeht. Ich brauche einen Leitfaden. Ich muss wissen, wo es hingeht. Ansonsten verliere ich mich hier total. Aber. Zwischen Events. Wenn wir offline spielen, ja, auch spielen offline. Discord. Ey, Chris! Guck mal, ob hier unten was geht. Ansonsten muss ich die ganze Map kurz ausfindig machen. Oh nein, es sieht nicht gut aus. Laden, Aufwertung. Was ist Aufwertung? Hallo. Ah. Okay, das. Okay, man kann Sachen aufwerten. Interessant. J-Fähigkeitenaufwertung. Zum Beispiel, das könnte ich aufwerten. Rot. Ah, ich brauche ihn. Okay. Verstehe, nicht schlecht. Okay, das merke ich mir mal. Laden, ey, hat sie andere Sachen? Das wäre krank. Aber ich will jetzt nicht Zeit mit Shoppen verbringen. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Outfits. Wir gehen direkt mal zu Outfits, zeige ich euch. Und hat sie andere Sachen? Tatsächlich. Ach, ich habe nicht mal so viel Geld. Du, was mit dem Millenniums-Puzzle? Oh mein Gott. Was? Oh. Oh mein Gott, wieso war ich nicht zuerst hier? Kein Gott. Oh mein Gott, geil. Oh mein Gott, da hat Zoros Ding. Oh nee, geil. Aber wir haben schon welche. Krass, wir können auch Schwerter einfach mit uns mitführen. Au! Egal, wir lassen es vorerst mal dabei. Und zwar, warte mal. Ja, Karot, was muss ich jetzt machen? Bitte helfen Sie mir. Was? Missionen. Hallo? Ist jemand? Oh mein, ja. Kannst du weiterhelfen? Ja, okay. Was sind das? Missionen? Hallo, Freunde, das ist Missionsgesetz. Tutorial Mission, freie Mission. Nee. Nee, wir müssen die Story weiterspielen. Wir haben keine Zeit für sowas. Ey, guck mal, da ist die Puppe vom Bleach links am Monitor. Ja, lass mich raus. Ja, tschüss. Verdammt, lass mich hier raus. Junge, Mädchen. Was ist das für eine Endlosschleife? Danke. Da. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock, die ganze Stadt abzuklappern. Hä? Was ist das? Ein Geheimgang. Wo sind wir hier? Ah, okay, das vermittelt die verschiedenen Lager. Mahau! Was ist ein Name? Aber oh mein Gott, warten Sie mal bitte. Oh, bitte lass mich das Spiel weiterspielen. Ich habe keine Zeit dafür zu suchen, wo ich weitermachen muss. Bitte. Sonst verliere ich viel zu viel Zeit. Ey, Naruto, oder wer war bei B? Ich glaube, Luffy. Hallo. Mugiwara. Ey, das gibt's doch nicht, bitte. Oh nein, ich sehe Schlimmes. Ich hab mich verlaufen. Ich weiß, was ich machen muss. GG. Warum ist die Karte so klein? Kann ich die Karte nicht vergrößern? Ich will wissen, was ich machen muss.
Ansonsten mache ich vielleicht irgendeinen. Keine Ahnung, kann auch sein, dass ich irgendwas vielleicht machen muss. Sowas gibt's auch. Ich gucke noch ganz schnell bei C rein. Oder muss ich mal danach suchen, was da abgeht. Vielleicht gucke ich mal da oben gleich nach, was da so abgeht. Oh, Halleluja! Wieso hier? Wieso? Gone! Wieso versteckst du dich hier, du Penner? Hast du meine Münze? Ja, komm ran jetzt! Komm ran! Brauchst Taschengeld, was ist los, Gone? Oh ja, ich habe gegen die Mafia gekämpft. Mafia als Kind? Die Welt ist riesig, es gibt so viele verschiedene Orte und Leute. Versteh mich nicht falsch, ich freue mich nicht darüber, dass die Welt in Gefahr ist. Aber ich freue mich darüber, dass ich so viele Welten besuchen kann, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also hör zu, du musst mir einen Gefallen tun. Ich will unbedingt, wie die Schlösser an einem Ort aussehen, der sich Japan nennt. Könntest du mich dorthin bringen? Was? Komm mit, kein Thema. Wir können auch teleportieren. Gone, alles gut, mein Freund. Will nach Japan? Let's go. Gut, ja, let's go. Da ist es 4 Grad in Dokkan, also sehr guter Zeitpunkt. Let's go, da können wir da direkt mal hin. Nach JP. Ah, er hat sich im letzten Eck versteckt, ohne Spaß. Aber ich würde es geil finden, wenn ich die Karte vergrößern könnte und nachschauen könnte. Wow, wunderschön, lass uns näher rangehen. Es sieht echt gut aus. Aber vorher. Willst du kämpfen oder was? LOL, was? Ey, guck mal. Ja, da macht man einmal Urlaub. Da gönnt man sich einmal Urlaub und schon wird man belästigt. Nicht nur von Venom, sondern auch von Leitzeiten. Naja. Was soll ich machen? Das ist halt leider zum Spiel. Aber. Ja, Freunde. Jetzt bin ich mal drauf geschaut, was hier für eine Action abgeht. Geld. Geld sammeln. Apropos, also, by the way, streamen, also Jump Force gleich auch streamen. Der Streamplan ist unter jedem Video in der Videobeschreibung auf Twitch oder Discord. Könnt ihr euch gerne abchecken, wird jeden Montag aktualisiert. Jump Force werden wir auch streamen. Und in den Streams kann man zum Beispiel auch so Geld farmen. Also in den Streams werde ich die Story nicht weiterspielen, aber wir können da kämpfen an sich oder auch so zum Beispiel Geld farmen oder sowas. Naja. Nach der 3-Kombo, also 4-3, das kann man nicht. Ey, mal langsam! Raus mit dir. Kenners. Sehr cool, sehr, sehr cool. Aber ich hoffe, das war's jetzt einfach nicht. Ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht nur hergekommen, damit Gon einfach so diesen Tempel oder was auch immer das war sieht. Oder sich ansehen kann. Ich hoffe, wir machen ein bisschen mehr. Ne? Außer zu warten. Aktuell ist halt ein Kampf. Warten, ein Kampf. Warten, 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 warten. Puh, hurra! So wunderschön, die Blüten sehen fast wie Schnee aus. Okay, gib... extra nach Japan bekommen, um die Blüten anzuschauen. In Japan ist Dokkan JP, mein Freund. Könnten wir die Stones abkratzen. Und er ist einfach da, um Senbon Sakura sich anzusehen. GG Gon. Und dafür muss ich 8 Minuten lang dich suchen.
Und jetzt war's es von mir. Ach du Heiliger. Jetzt muss ich den nächsten suchen, oder was? Das wird ein Spaß. Das sage ich euch. Naja, jetzt wisst ihr immerhin, was wir mehr oder weniger machen müssen, nämlich Charaktere suchen. Es sei denn, wie gesagt, ich werfe immer kurz einen Blick hier hin, der Direktor will irgendwas. Aber es scheint nicht so, nope. Dann gehen wir direkt weiter in ein anderes Lager. Und schauen, ob es dort was gibt. Aber oh, was sind Belohnungen? Hey Lady. Achso, okay, ciao. Ja, weil ich offline bin, kann ich nicht rein, mir reinziehen. Ist hier jemand? Nö. Okay. Jetzt überleg mal, ist es im Lager von A nicht niemand oder keine Quest. Dann weiß ich ja nicht, was ich machen soll. Schauen wir mal einfach rein. A war hier richtig, richtig. Gone war bei C, ne? Ja. Oh je, meine. Bitte nicht. Oh! Okay, schön, korrekt. Eine Sequenz kommt jetzt. Oh, oh, komm her. Du musst ja nur Rekrut sein, leicht. Oh. Gut, dass du dabei bist. Es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ja, lach weiter, Junge, lüg weiter. Der Lehrer hat mir schon viel von dir erzählt. Er sagt, du würdest über beachtliche Kräfte verfügen. Ist er wirklich so stark, leid? Ryuk Stimme. Was ist? Ach, nichts. Übrigens, ich muss etwas fragen. Was denn? Ich habe gehört, in der Welt, aus der du kommst, soll es einen unglaublichen Schatz geben, der einmal alle Wünsche erfüllt. Oh je, meinst du die Dragon Balls? Tja, wenn du alles ihm aufschwimmen kannst, erscheint ein Drache namens Shenlong, der dir den einen Wunsch erfüllt. Soll ich eine Magie existiert also wirklich? Pah, du sollst dir mal selbst hören. Wo sind diese Dragon Balls jetzt? Du willst aber viel wissen, mein Freund. Weißt du, nachdem alle Welten verbunden wurden, habe ich sie völlig aus den Augen verloren. Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh nein, nicht gut. Ich hatte nicht Vorstellung zu bitten, alles wieder so zu werden, so dass wir es war, aber sie erscheinen nicht mal mehr auf dem Drachenradar. Verstehe. Hast du denn einen Wunsch, der in Erfüllung gehen soll? Mehr oder weniger. Lach weiter, lach weiter. Fake Lache. Ich will einen freien Wunsch von dir ablehnen. Ich wette, du kannst es kaum erwarten, den Death Note zu kriegen, Leute. Ich strebe nach Macht. Macht. Wenn das alles ist, musst du dich in Stellung fragen. Lass mich dich trainieren. Wäre mir ein Vergnügen. Oh. Schon in Ordnung, im Gegensatz zum Rest von euch verfüge ich nicht über übermenschliche Stärke, befürchte ich. Alles klar, wenn du deine Meinung änderst, lass mich einfach wissen. Danke, Goku, man sieht's später. Junge, ich habe sowas von ein Auge auf dich, nicht nur eins, aber meine beiden Augapfel werf ich auf dich wie Madara und hol sie mir wieder zurück. Junge, Junge, das ist unglaublich, was der, oh mein Gott. Der wird auf jeden, oh, der wird für Trouble sorgen. Sehe ich schon, komm. Also wissen wir eigentlich, ja, also. Light ist ja nicht spielbar. Light und Ryuk sind nicht spielbar, sondern sie gehören nur zur Story. Wow! Jidens, was haben wir gesagt? Cousin? Ein Buch! Lösungsbuch, Jump Force. Buch öffnen, Monster kreieren. Toon World! Oh mein Gott! Toon World, kennt ihr das davon, Yu-Gi-Oh? Mit Pegasus, wie brutal Pegasus unterwegs war. Was für ein Cheater, ne, mit seinem Auge. Was für ein Cheater war Pegasus, bitte. Der war aber geil, es war ein geiler Charakter. Maximilian Pegasus, wie brutal der war. Oh mein Gott. Okay. Sehr schön, dass es direkt hier weitergeht. Hallo. Aufklärung Hongkong oder Aufklärung San Francisco? Wir machen einfach mal von Hongkong. Ja, wir schauen mal bei Hongkong. Es kommt. Bin ich auch schon, was jetzt abgeht. Wahrscheinlich müssen wir gegen die Monster kämpfen, aber ja, schauen wir mal. Wen nehme ich mit? Yami nehme ich auf jeden Fall immer mit. Achso, Yami noch gar nicht. Genau, das. City Hunter nehme ich mit und. Ding, die habe ich auch nicht. Ich nehme mal mit diesmal. Nehmen wir mal. Ja, einfach mal Jotaro mit.
Ja, jetzt ist. Was? Sie hat direkt los mit dem Kampf so, alles klar. Bam, bam, bam. Der ist so cool, der ist richtig cool. Der ist über die Lange gerade richtig cool gemacht. Schaut mal, wie das auflädt. Oh! Heather! Jetzt schaut euch das an, das verfolgt sie. Ja, was jetzt? Oh mein Gott, wieso macht ihr so viel Schaden? Was? Komm mal ran, Junge. Drive by. Seine Ultimate. Oh, let's go! Ach, der Jotaro macht gerade Kaise. Oh, ich dachte gerade, was ging da ab? Krass, die wurden aber schon stärker. Also, die haben mehr Schaden gemacht. Naja. Der hat schon gut Schaden gemacht, wenn ich sein, die Dame. Ich frage mich halt, ob es daran liegt, dass meine Charaktere... Natürlich, die Charaktere haben... Also wegen dem Level, die haben auch gewisse Resistenzen und so, tralala etc. Hab ich okay, ich habe mich nicht damit ganz befasst, aber es hat sicherlich damit was zu tun gehabt. Nein, nicht Freimission. Schlüsselmission, genau. Machen wir noch diese Mission für diesen Part, Freunde, und dann... Genau, wer ist das auch vorerst? Also vielleicht wäre es gar nicht mal so schwierig, wenn ich mich auf gewisse Charaktere einige und die immer mitnehme. Also Cici hatte nämlich auf jeden Fall mit, auf den habe ich Bock. Nehmen wir mal Kakashi mit, let's go. Ah, da hat sie gesehen mit den... Ah, ich war zu schnell. Aber auf der rechten Seite war eine Tabelle mit Resistenzen und sowas. Naja. Ah, da stand auch gerade dran, Elementtyp sein sofort. Ich habe auch vorhin die ganze Zeit versucht zu awaken, aber bis ich dann gemerkt habe, ich war awake irgendwie schon. Naja. Das ist so cool. Nein! Komm ran, ey. Der ist so cool. Schrei nicht so.
Oh! Da hat's mich erwischt. Aber meine Raketen haben sie auch erwischt. Miep, miep. Nein! Nimm das hinterher. Oh. Easy. Das ist geil an dem. Das ist geil an dem. Ja, es ist Levelaufstieg bei Ryo. Ich nehme Ryo auf den, aber ich bock, der gefällt mir übel. Auch wie man mit ihm kämpft. Ich glaube, wenn ich, sobald ich Yami freischalte, werde ich auch Yami mitnehmen, auf jeden Fall. Also deswegen der Storyline. Außerhalb darf kann ich ihn spielen. Aber jetzt für die Story, weil ich finde Yami auch cool mit dem schwarzen Magier und seinem Form mit Slifer. Den haben die schon geil gemacht, finde ich. Er spielt sich auch geil. Ja, es spielt sich wirklich gut. Und der Boy jetzt auch mit der Knarre spielt es auch wirklich gut. Ist nicht so strange, wie man vielleicht denken mag. Naja! Dann schauen wir, was jetzt abgeht. Nachdem wir auch die Mission bewältigt haben und gucken mal, ob. Ja, jetzt. Oh. Alarm! Venomus no Shitsugen da. Asia Area no Gara kara Kyuen Yosei ga atta. Okay. Minna, asumatte kure. Komm gleich, Direktor. Bis dann. Do shita? Was los? Nan demo ne. Ich weiß nicht, ob Kakashi zufällig da ist oder weil ich ihn genommen habe. Jedenfalls, Freunde, der Direktor hat uns zu sich gerufen. Im nächsten Part sehen wir uns dann beim Direktor. Nicht, sondern direkt. Ich habe keine Wahl. Alles klar. Gaara ga Venomus no Shikikan to omoareru otoko o mitsuke, teki no honjin e to mukatta to no koto da. Gaara no yatsu, hitori de norikomu nante mucha shiyagatte. Ikutte ba yo. Ja, let's go. Alright, aber dann mach ich hier einen Cut rein, Freunde, und im nächsten Part sehen wir uns wieder. Lieben Dank fürs Zusehen. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be.